Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Punch Club, wo wir gerade versuchen, so ein bisschen Ordnung in unser Leben zu bringen. Dafür müssen wir jetzt erstmal ein bisschen Pizza ausliefern. Und zwar vorzugsweise jetzt, bis wir hungrig werden. So, der nächste Ultimate Fight ist morgen, aber den gewinnen wir eh nicht. Wir könnten uns mal wieder in der Anfängerliga anmelden. Wir können es natürlich auch ganz sein lassen und uns jetzt erstmal, wie ich es ursprünglich auch vorhatte, darauf konzentrieren, dass wir jetzt hier erstmal unsere Garage ausstaffiert kriegen und so ein bisschen allgemein hier eine Regelung reinkriegen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. So, jetzt gucken wir erstmal beim Doktor in Chinatown vorbei. Ich finde das auch geil, dass die Hintergrundmusik da diese Punch-Geräusche mit drin hat. Hallo, Drunk Master. Hi, ich habe mich verletzt. Kannst du mir helfen? Klar, ich kenne ein paar alte Zaubersprüche. Aber ich brauche erst Wodka. Bestimmte Zutaten. Akupunktur. Mit Akupunktur kannst du alle Verletzungen heilen lassen für 70 Dollar. Leck mich am Arsch. Das krieg ich dich definitiv nicht zusammen. Könnten wir in die Bar. Und einfach mal unser Können hier bei Tyler testen. Okay. Einfach um mal zu gucken, dass wir es mal gemacht haben. So, Bill Spark will nämlich aufs Maul. Und den könnten wir sogar packen. In 4 Runden. Okay, auf geht's. Also es wäre letztendlich natürlich schon von Vorteil, wenn wir ab und zu mal zuschlagen würden. Aber weil das war jetzt Runde 1 und wir haben eigentlich gar nichts gemacht. Wobei ich sagen muss, dass das natürlich rein theoretisch auch irgendwie in Verbindung mit unserer Gehirnerschütterung liegen könnte. Also ich glaube nicht, dass wir das in 4 Runden erledigt kriegen hier. Er aber auch nicht. Ist dann natürlich die Frage, für wen das dann jetzt zählt und wem das was bringt. Und dann ist natürlich allgemein noch die Frage, was genau uns das hier eigentlich bringt. Und die allerwichtigste Frage von allen ist natürlich, wird Punch Club 2 genauso suchterregend und genial sein wie der erste Teil? Ich bin da nämlich schon sehr gespannt drauf. Okay, letzte Runde schon hier. Also von den Werten her haben wir gewonnen. Und ja, er hat mehr Schaden zugefügt, aber seine Ausdauer ist fast im Keller. Der kriegt jetzt gleich mal einen richtigen Satz von uns. Vielleicht noch ein, zwei mehr? Nee, das war's. Gut, aber wir kriegen Punkte dafür. Kann das nicht erst damit zu tun, dass unsere Energie im Keller war, ne? Aber wir kriegen da Talentpunkte dafür. Das ist nicht schlecht. Der Kinnhaken für 8 Punkte. Punkte. Da brauchen wir aber, müssen wir Stärke dann erstmal wieder hoch bauen, aber das ist ja Teil unseres Ziels letztendlich. Das war jetzt mehr so ein Testlauf. Ja, dann hau dich mal in die Moke. Morgen wird ein langer Tag, wir wollen viel arbeiten. Ja, soll ich mich für die Amateurliga anmelden? Da eigentlich haben wir nichts zu verlieren, ne? Wir haben nichts zu verlieren dabei. Wir können eigentlich nur gewinnen. So. Hier ist halt erstmal Geld gesammelt hier.
Und zwar arbeiten wir jetzt hier tatsächlich mal so lange durch, wie geht. Bis uns halt die Energie ausgeht. Oder der Hunger uns übermächtigt. Wir haben ja nichts mehr zu verlieren. Unsere Stärke kann nicht noch schlechter werden. Und Geschicklichkeit und Ausdauer sind gelockt auf 4. Da kann nichts mehr schief gehen. So, legen uns zu Hause wieder einen Fleischvorrat an. Ich behalte aber nochmal 10 Dollar, damit wir vor unserem Kampf nochmal ins Fitnesscenter gehen können, dass wir Stärke auf 2 erhöhen. Ich glaube, das ist als grundlegende Idee vor dem Ligakampf gar nicht so schlecht. Wir wollen übrigens noch gar nicht Liga-Champion werden. Wir wollen ja die Ultimate Fights und die Street Fights auch noch abschließen. Und ich glaube, ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher, ob ich mich da richtig erinnere, aber ich glaube, entweder in der Ultimate League oder in der normalen Amateurliga Champion zu werden, das Ziel zu erreichen, ist quasi der nächste Schritt in der Storyline, der dann die nächsten Events auch startet. Und deswegen will ich das halt vorher tatsächlich auch erledigt haben. Wenn wir den Kampf gewinnen, kriegen wir wahrscheinlich relativ viele Fertigkeitspunkte. Also geht es jetzt ans Trainieren hier. Und zwar natürlich Stärke, alles andere trainieren wäre Blödsinn. So, heute ist der Ligakampf. Dann können wir nämlich Stärke noch ein bisschen aufpumpen und haben vielleicht tatsächlich, je nachdem, wie viele Punkte wir da jetzt zusammenkriegen durch den Kampf, wenn wir tatsächlich gewinnen sollten, gleich die Möglichkeit, Stärke ja auch schon mal auf 4 zu locken, weil 4-4-4 wären für mich erstmal grundlegende Werte, mit denen könnte ich ehrlich gesagt dann auch erstmal eine Weile arbeiten. Könnten wir erstmal Geld verdienen gehen, wollten uns keine Sorgen mehr machen hier. Und weil, wie gesagt, wir dürfen auch in unseren Werten nicht zu stark werden, weil wir ja die Straßenräuber bei Gelegenheit dann noch auf uns aufmerksam machen wollen, indem wir einfach jede Menge Kohle auf Tasche haben. Guckt euch das an, wie der da fleißig am Pumpen ist. Das funktioniert doch wunderbar. Na, fast. Aber es ist wahrscheinlich schon eine relativ utopische Hoffnung, dass wir durch den Kampf jetzt so viele Talentpunkte kriegen. Wir müssten ja 17 kriegen, um das Muskelgedächtnis hier uns kaufen zu können. Aber wir kommen auf jeden Fall dicht dran, denke ich. Und morgen ist dann gleich der Ultimate Fight. Ja? Da können wir auch nochmal Punkte abstauben. Dragon Ray. Da kriegen wir natürlich ausgerechnet hier so einen Ausdauerkämpfer. Einen Geschicklichkeitskämpfer. Das ist jetzt natürlich ein denkbar ungünstiges Setup für uns. Das ist nämlich die Art Kämpfer, die uns tatsächlich Probleme bereiten kann. Der kämpft nämlich sehr ähnlich zu uns. Wir haben auch sehr ähnliche Werte. Das kann durchaus in die Hose gehen hier. Das wäre echt bitter. Es ist auch, ehrlich gesagt, ist es gerade so ein bisschen dabei, in die Hose zu gehen. Und mein ganzen Plan hier, Wurms, guckt euch das an, ey. Diese Trittkombo, die der uns da gerade reingewirkt hat, das war unser Untergang. Das war's. Ja, also dieser Kampf ist vorbei. Komm schon. Lasst ihn jetzt nicht wieder Ausdauer regenerieren.
Hau ihn nochmal auf die... Mama, ist denn die Schreizrunde jetzt vorbei? Das wäre jetzt unsere Chance gewesen, da nochmal ein bisschen reinzuwirken. Er hat nämlich gerade keine Ausdauer mehr. Da hätten wir jetzt schön das Defizit hier wieder reduzieren können. Genau so, genau so. Ja, wir führen. Aber jetzt haben wir fast keine Ausdauer mehr. Und das nutzt er jetzt natürlich brutal aus. Jetzt sind wir genau in den Konter gelaufen, den ich eigentlich vermeiden wollte. Das war's. Das war's. Wir sind am Arsch. Ja, das brauchen wir gar nicht mehr versuchen. Wenn man auch im Kampf seine Taktik dann nicht mehr ändern kann. Also da haben wir, haben verloren. Ja, muss man ganz direkt so sagen. Ja, das ist erst ist das gut gelaufen und dann ging es komplett nach hinten los. Jetzt sind wir natürlich in der Liga auch abgerutscht. Aber das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Können wir uns da nämlich gleich wieder anmelden. Wir können hier trotzdem schon mal den Kinnhaken kaufen. Dann sind wir schon mal auf das Muskelgedächtnis vorbereitet. Ein zu hoher Stärkewert in Relation zur Ausdauer ist übrigens gar nicht gut. Wir sollten schon zusehen, dass unsere Ausdauer höher ist als unsere Stärke. Aber ich will halt diesen Save auf 4 will ich haben. So, er hat es auf die Fresse gekriegt, aber er ist trotzdem happy. Das finde ich schon mal geil. So, und heute ist der Ultimate Fight. So, und ich will jetzt natürlich nach Möglichkeit meine Lebensenergie möglichst hoch pushen hier. Jetzt legen wir uns noch mal kurz schlafen und dann haben wir vielleicht noch Zeit, unsere Stärke wieder auf 4 zu bringen. Weil die Frage ist, brauchen wir das überhaupt? Oder ist es nicht besser, so zu kämpfen? Ich kämpfe auf jeden Fall nicht mit so reduzierter Gesundheit. Das ist eine ganz blöde Idee. Wir kriegen ja wieder Geld für den Kampf. Gesundheit 97. Jetzt können wir uns noch mal kurz hinlegen und dann gehen wir auf den Kampf. Auf den Ultimate Kampf. Steh auf! Oh, der macht's aber auch spannend, ne? So, vielleicht kriegen wir ihn ja diesmal. Ich meine, das ist die gleiche Situation, die wir gerade in der Amateurliga hatten. Ja, der kämpft eigentlich sehr ähnlich zu unserem Kampfstil. Und hat ähnliche Werte. Aber ich glaube, der Kerl in der Liga war besser. Ich meine, wenn wir jetzt ab und zu tatsächlich auch mal angreifen würden. Ich will jetzt halt auch nicht in die Falle rennen, die wir in der anderen Liga hatten. Mir gefällt nicht, dass der so viel Ausdauer generiert. Ne, hat keinen Sinn. Das hat keinen Sinn, wir kriegen ihn so nicht. Der macht uns fertig. Das ist... Wieso treten uns eigentlich im Moment alle die Fresse ein hier? Alter, das ist... Der steht da und lässt sich die Fresse polieren. Und das gleich in zwei Kämpfen hintereinander. Leck mich doch am... Ja, na klar. Das hat voll gelohnt, sich da... Lass uns einfach einen Übungskampf machen hier. Im Übungskampf ist unsere Gesundheit ja relativ egal. Da geht es ja nur darum, dass wir jetzt ein paar Talentpunkte zusammenkriegen. Ich will letztendlich Geschicklichkeit und Ausdauer
würde ich zumindest gerne beide auf 8 locken. Irgendwann dann mal. Stärke kann ruhig auf 4 bleiben. Ja, mehr als 4 Stärke plane ich eigentlich, habe ich eigentlich nicht vor, großartig zu benutzen. Ja, aber diese 4 Stärke, die hätte ich halt schon ganz gern. Das bringt mir am Anfang jetzt tatsächlich dann auch so einen kleinen Nachteil. Eben aufgrund der Tatsache, dass höhere Stärke bedeutet, dass unsere Attacken zwar mehr Schaden machen, aber eben auch mehr Energie kosten. Was letztendlich dann halt auch dazu führt, wenn unsere Ausdauer nicht entsprechend gesteigert worden ist, dass uns dann im Kampf relativ schnell die Puste ausgeht. Jetzt erstmal ordentlich Geld verdienen. Ich meine, da sind wir gerade ganz gut dabei. Sonst vielleicht das nächste Gerät kaufen können. 200 kostet das, glaube ich, ne? Und nach Möglichkeit vielleicht tatsächlich auch immer noch Cash über haben. Ich sollte vielleicht mal gucken, gegen wen ich in der Liga antrete. Gegen Lenny. Ah, das geht aber. Der hat zwar jede Menge Ausdauer, aber das sollten wir eigentlich packen können. Trotzdem wäre ein bisschen mehr Gesundheit natürlich toll. Also hauen wir uns erstmal mit Pizza voll. Einfach um unsere Gesundheit nochmal zu regenerieren. Den Rest können wir vielleicht mit Schlafen machen. Also grundlegend sehe ich dem Ligakampf tatsächlich relativ entspannt entgegen. Können wir vielleicht sogar auf den hohen Kick gehen. Hängt halt so ein bisschen davon ab, wie sich unsere Ausdauer entwickelt, ne? Weil so prinzipiell, der Lenny, der teilt ja tatsächlich auch gar nicht so schlecht aus. Also der teilt sogar ziemlich gut aus. Das wäre vielleicht sinnvoller. Unsere Taktik wieder dahingehend zu ändern, dass wir ein bisschen defensiver spielen. Komm schon. Jetzt schicken wir ihn nämlich auf die Bretter. Und das nach Möglichkeit vielleicht sogar zweimal. Komm schon. Jawohl. So muss das aussehen. So, ich habe Blocken gewählt statt Ausweichen, weil Blocken weniger Ausdauer kostet. Dafür nehmen wir natürlich weiterhin Schaden. Wenn eine Attacke ausweichen, weiche ich meine Attacke aus. Ne? Aber das ist in diesem Kampf, glaube ich, nicht mehr das Problem. Wenn wir dann höhere Geschicklichkeitswerte haben, dann wird Ausweichen für uns letztendlich tatsächlich auch immer attraktiver, weil es dann einfach halt auch wesentlich häufiger Erfolg hat. Hey Kumpel, du warst unaufhaltsam. Das war super, nicht wahr? Willst du gleich nochmal? Klar. So macht man das. Ich muss jetzt los, meine Schwester kommt aus dem College wieder. Sie ist echt klug. Komm doch einfach mal bei mir zu Hause vorbei. Ich freue mich immer, dich zu sehen. Abgemacht, Roy. Ich komme vorbei, wenn ich mich vom letzten Kampf erholt habe.
Roy ist echt ein guter Kerl. Und sehe ich das gerade richtig, dass wir für Siege in der Amateurliga tatsächlich auch 20 Dollar kriegen? Und... wir haben genug Talentpunkte für Muskelgedächtnis, aber unsere Stärke auf 4 zu steigern, darum kümmern wir uns dann definitiv in der nächsten Folge von Punch Club. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.